Ja, und dann zum ersten Mal heute ein Mann bei uns. Zum ersten Mal heute einer bei uns, der etwas geschafft hat, was, glaube ich, noch überhaupt keinem gelungen ist, obwohl er noch nie auf einer Live-Bühne stand, sich noch nie irgendein Live-Publikum mal wirklich erobert hat, geht er bald auf Tournee und hat auf Anhieb die ganz großen Arenen mit bis zu 20.000 Zuschauern ausverkauft. Das liegt an ihm und es liegt an dem, was er allermeisten liebt und mag, nämlich Autos. Den Gott der Turbolader nennen sie ihn. Er ist Autotuner und über seine Werkstatt mitten in Dortmund, wo auch sonst, sagt er, das ist definitiv das Zentrum der Bescheuertheit. Herzlich willkommen, JP Krämer von Wizz Air. Schön, dass Sie da sind. Ja, und dann eine Frau. Freue mich schon den ganzen Abend drauf, das ist großartig. Und wir haben eben gerade Jean-Pierre, JP Krämer ist bei uns. Wir haben gerade so schön gehört von diesen Eltern, von diesem Vater auch im Speziellen, dem das völlig egal ist, wer die Wichtigen und Großen sind, ja, der unkorrumpierbar ist. Ja? Menschen, denen Geld wirklich nichts bedeutet, außer dass man damit mal ab und zu einen Schnitzel kaufen kann. Die Leute, die zu Ihnen kommen, sind wahrscheinlich anderes Kaliber, oder? Das muss man sich ja leisten können, ein Auto aufwendig zu pimpen oder zu tunen. Ja, das muss man sich schon leisten können, das stimmt. Aber leider gibt es auch viele Bereiche, gerade im Ruhrgebiet, wo man es nicht leisten kann, aber man es trotzdem tut. Ja, das ist ein ganz, ganz heikles Thema bei uns. Und es ist halt nicht ganz billig, das stimmt schon. Ja, ich muss einmal ganz kurz erklären. Oder wie würden Sie erklären, was Sie machen? Jemandem, der davon keine Ahnung hat. Ja, es ist schon also das Aufwerten von Minderwertigkeitsproblemen. Also es ist wirklich so. Ja, also derjenige, man muss sich überlegen, ein Auto hat 4 Räder. Ein Auto hat auch einen Auspuff und man wechselt das Bestehen an einem Auto. Also da muss man schon ein bisschen gaga sein. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich denke, wenn man da so rangeht, dann hat man auch wirklich Spaß daran. Also ja, man darf es nicht so ernst nehmen, das Thema. Aber das heißt, ich sitze hier in so einer ernsten Runde. Na, gar und habe mir auch gerade schon gedacht, jetzt redest du gleich über Autos. Nein, ich wollte Sie gerade. Das ist ganz gut, auch das gehört zum Leben dazu. Ich habe einen alten 500er S-Klasse, so. Baujahr 90. Ich würde an diesem Wagen niemals irgendwelche Auspuffe verändern, sondern der ist so schön, wie er ist. Und genauso soll er bleiben. Aber Herr Schwenicke, ich finde, die werden immer hässlicher, je mehr da an denen rumgebastelt wird. Aber Herr Schwenicke, Autos, geben mir Rechte. Dann bin ich ja froh. Absolut. Nein, es gibt Autos, wo ganz klare Spielregeln herrschen. Ja, und das wäre so einer, oder? Ja. 100%. Der bleibt, wie er ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen alten Fiat Cinquecento. Und wie schnell könnten Sie den machen? Unlimitiert. Ja, wirklich? Nein. Also das ist so eine typische Frage, die hat jeder. In Deutschland bin ich so dieser Autotyp. Ja. Und dann denkt man sich, Autos finde ich geil, aber ich kann irgendwie nichts fragen. Ne? Und dann fragt eigentlich jeder, was ich für ein Auto habe. Das ist die erste Story, die ich immer höre. Und was kann man damit machen? Das ist quasi so, als ob ein Koch gesagt hat, ich habe Nudeln. Was kannst du damit machen? Also man kann alles machen technisch. Also ich bin ein reiner Technikmensch. Man kann da jeden Motor reinbauen. Man kann alles machen, was man damit will. Die Frage ist halt nur, ob es sich lohnt und ob es Sinn macht. Aber umgekehrt jetzt, wenn Leute mit so einer bestimmten Karre jetzt zu Ihnen kommen, sortieren Sie die dann schon ein und sagen, okay, der ist so, Audi-Fahrer sind so, BMW-Fahrer sind so? Also man erkennt den BMW-Fahrer ganz klar. Ehrlich? Oh ja. Woran? Das ist immer so ein bisschen so ein Alpha-Tierchen. Silberrücken? Ja, so ein bisschen, ne? Also so kommt er rein. Der BMW-Fahrer geht auch von Haus aus davon aus, dass er sehr, sehr gut fahren kann. Ja, weil Fahrzeug ist heckangetrieben. Aber wenn das so ist, gibt es in Deutschland, glaube ich, nur BMW-Fahrer. Nein. Also die sind nah beieinander. Ja. Der Audi-Fahrer ist hart dran. Also man erkennt schon, was für eine Rasse Mann da auf einen zukommt. Erzählen Sie mal. Oder Frau. Frauen auch? Gerade sagen. Ja, 100%. Nein. Also die Frauen sind stark im Vormarsch. Männer, Frauen? In Sachen Umbauen? Ja. 7:93. Schon 7% Frauen. Dann doch. Das ist ein bisschen. Das ist gut. Also ich finde es auch ganz toll, dass die Frauen so in die Szene reinpassen. So ein bisschen wie in der Runde heute hier. Wie bitte? So ein bisschen wie in der Runde heute hier. Ja, genau. Ja. So das Verhältnis. Ja. Ich finde es ganz toll, dass Frauen auch in diese Szene reinkommen. Weil früher war es halt so in den 80ern so das Beiwerk. So die vom Manta-Fahrer, die Freundin, die Uschi, die auf dem Beifahrersitz sitzt. Das ist heutzutage nicht mehr so. Also die wissen genau, was sie wollen. Uschi fährt selbst, oder was? Uschi fährt selbst. Ja. Ja, kommt frisch aus dem Friseursalon raus, rein in den Manta, runter die Straße. Mhm. Nein, also das Wissen über Technik und die Begeisterung, das Auto zu modifizieren, ist in der Frauenwelt auf jeden Fall angekommen. Ja, wir schauen mal ganz kurz rein. Gibt einen tollen Ausschnitt, damit man mal versteht, was Sie da eigentlich tragen. Ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Turbo-Stunde mit Jean-Pierre Krämer. Wir bauen
richtig schick randaler Auspuff auf den GT3. Hey, das ist mir das Auto rein, ne? Ich setze mir das Auto rein und mir läuft die Suppe aus der Buchse. Wir verbauen jetzt Folgendes. Das ist jetzt pro Bank unser Dämpfer. Etwas kleiner, ja, mit Klappensteuerung. Also wenn ihr sowas dran baut, ne, gerade so eine Abgasanlage, die aus so vielen Einzelteilen auf so einem kleinen Raum besteht, da wirklich alles nur einzeln ansetzen, damit ihr nachher noch die Abgasanlage wirklich gut ausrichten könnt. Übertriebenes Endstufengeballer, definitiv nicht. Nein. Komm jetzt mal ernsthaft. Das ist doch Lärmbelästigung, was ihr da nein, macht. Nein, das ist Genuss. Also ich denke, in den Männern bewegt das wirklich viel. Also man darf es nicht so offen zugeben, aber in einem Mann drin ist es immer geil. Herr Tauber, erzählen Sie uns, wie es Ihnen geht. Ich müsste meinen Golf mal bei ihm vorbeibringen. Aber wenn man das hört, es ist ja schon wirklich ganz banal, ja, aber es ist wirklich so, man kann so anti sein, wie man will, aber so ein bisschen macht jeder Mann. Aber wenn jetzt endgültig die E-Autos sich durchsetzen, was machen Sie denn auch, dann? Nein, also starkes Thema bei uns. Absolut. Ja? Absolut. Also wir sind im E-Bereich. Nee, gar nicht um den Sound. Ich finde die Faszination in der E-Mobilität sehr, sehr stark. Das Klangbild, was ein E-Motor auch an sich produziert, ist auch faszinierend. Da kommen Geräusche, die sind jetzt nicht so, ja, die sind weit weg von sowas, aber ich finde, ein Auto muss sich nicht immer so anhören. Also für mich ist, ich bin ein reiner Technikmensch und für mich ist die Bestätigung der Beschleunigung viel besser. Also ein E-Fahrzeug ist technologisch in der Lage, viel schneller zu beschleunigen. Absolut. Als ein Porsche oder als ein normal angetriebenes Fahrzeug. Führt doch mit. Wann beschleunigt man so? Also wo willst du so das beschleunigen? Das ist eine Frage, die ich ganz oft höre. Und zwar muss weil ich habe ein kleines Baby. Ja. Und ich bin mit dem Kinderwagen jeden Morgen unterwegs. Ja. Bei minus 10 Grad in Wien. Ja. Und dann kommt irgend so ein Arschloch, der klingt dann so wie du und fährt irrsinnig schnell durch die Gasse. Und ich versuche immer, den noch irgendwie einzuholen, um ihn zu treten gegen sein Auto. Ja. Weil das ist ein kleines Baby. Das schläft vielleicht gerade, ist vielleicht gerade dabei einzuschlafen. Dann kommst du und wächst ihn auf Jahre. Auf Jahre? Ja, also ich meine, da kannst du nie mehr einschlafen. Wenn, nicht gebaut. Wenn du das einmal hörst, dann kannst du nie mehr einschlafen. Also wo fährst du so? Also ich muss ehrlich zugeben, ich privat, wenn ich normal, zum Beispiel der Weg hierhin, ich bin heute Morgen von Dortmund hierhin gefahren, fahre sehr langsam. Also ich fahre ganz, ganz normal. Also für die Videos und für die technologischen Sachen. Was heißt sehr langsam? Definiere sehr langsam. Also Richtgeschwindigkeit. Ich fahre noch nicht mal mehr wirklich diese klassischen 20 drüber, die mache ich noch nicht mal mehr. Also und wenn es kein Limit gibt, fahren Sie dann auch mal aus? Nein. Aber Sie haben ein Auto nur, deswegen frage ich so doof nach, das im Besitz von 720 PS sein soll. Ich habe auch ein Auto, was im Besitz von 1200 PS ist. Oder so. Aber es geht mehr darum, es zu bauen. Es geht mehr darum, um das Machen, um das Bauen. Das verstehe ich. Und das ist für mich die Faszination. Ich fahre gar nicht so viel. Das hat ja bei Ihnen schon früh angefangen, ne? Ja. Wie alt waren Sie da? Also so wirklich die ersten Anfänge waren so 9, 10 rum. Da habe ich angefangen, wirklich aktiv Sachen zu schrauben, auseinanderzubauen. Mit Lego ging das los und Lego war auch absolut meine große, große Liebe. Dann habe ich so einen Lego-Wettbewerb gewonnen und dann ging es auch schon los, wirklich was besser zu bauen als der andere. Normalerweise sind ja Kinder fasziniert an sich am Bauen und zeigen einen bunten Klotz und sind stolz. Aber für mich war schon damals immer wichtig, das technologisch besser zu bauen. Und das heißt, das erste Großprojekt war was? Erste Großprojekt. Was war der erste, wo Sie gemerkt haben, wo Sie Blut geleckt haben und gesagt, okay, das ist also es, die Carrera-Bahn tunen? Also erste, ja doch, das war so, ich habe meinen Walkman auseinandergebaut und habe den Motor aus dem Walkman, weil der Walkman so schnell zurückgespult hat für mich, habe ich den Walkman-Motor in meine Carrera-Bahn eingebaut. Sehr gut. Fand ich auch, hat aber nicht geklappt. Also hat geklappt, war aber nicht schneller. Aber hat auf jeden Fall funktioniert. Das war so mein super, Ding. Ja, genau. Das ist ein Riesenerlebnis, ne? Man auch so komische, weiß ich nicht, so Prothesen und so Zeug. So, wenn es in die Ingenieursgeschichte reingeht, dann auch so Prothesen oder diese Gelenksachen. Ja, genau. So. Ich hatte so ein, mein Lego-Wettbewerb, wo mich ein Lego-Wettbewerb gewonnen hatte, war ein Bein. Das war so ein Lego-Bein, auch nur das Bein.
Ich hätte gedacht, das wird jetzt ziemlich mau werden, da werde ich nicht gewinnen. Aber das war halt wirklich so ausgereift, dass ich damit gewonnen hatte. Das war mit Fuß und Knie und Oberschenkel, Unterschenkel. Und das war für mich so damals schon so meine Welt. So, und dann ging es ja relativ konsequent eigentlich, sag ich mal, so rein wirklich in diese Welt. Und das ist ja ein Riesengeschäft geworden mittlerweile. Ne? Sie macht das wahnsinnig erfolgreich, also sind in diesem Geschäft wirklich erfolgreich. Ja. Gibt es auch Wünsche, wo Sie sagen, okay, das mache ich dir nicht. Da kommt jetzt ein 18-Jähriger an und sagt, ich hätte jetzt gerne mal die 720 PS, die du auch hast? Absolut. Auch eine Frage, die schon relativ oft kommt. Ich sehe meine Funktion mittlerweile wirklich mehr belehrend und ich rate 70% der Leuten ab, das umzubauen und das so zu machen, wie sie das wollen. Weil gerade im Ruhrgebiet gibt es viele Jugendlichen, die sehr viel Geld investieren in diesen Bereich. Mhm. Und da sagt er, ja, ich habe jetzt hier meine 15.000 und ich will jetzt 500 PS in meinem ersten Wagen haben. Und das tue ich nicht. Mhm. Ich biete an, dass wir die Reise zusammen machen. Dass wir halt das Schritt für Schritt machen, dass er diese Faszination an Technik miterlebt. Weil wenn man alle Schritte auf einmal macht, merkt man gar nicht, was man bekommen hat. Und somit geht man da lieber Schritt für Schritt ran, dass man auch spürt, was ein Bauteil macht. Ja. Ich meine, ist ja ohnehin wirklich wichtig zu wissen, wie man da genau vor sich hat. Ja. Ne? So, Porsche ist anders als Ferrari zum Beispiel. Kann man sagen. Ne? Ich meine, aber wo unterscheiden die sich? Also was macht denn den Unterschied zwischen einem Porsche-Fahrer und einem Ferrari-Fahrer? Ja, der Ferrari-Fahrer, ja, das ist so immer dieser Watutti-Krieger mit diesen Slippern an, die müssen da zeigen. Ein Ferrari-Fahrer ist auch von Haus aus lauter Typ. Der Porsche-Fahrer zum Beispiel ist eine ganz andere Rasse. Der Porsche-Fahrer ist eine ganz andere Rasse Mann. Ein Porsche-Fahrer, wenn er einmal Porsche fährt, kauft er auch wirklich, wenn es finanziell geht, immer den nachfolgenden Porsche. Ihm geht es auch gar nicht mehr darum, zu fragen, was er anders kann, sondern der kommt raus und für Porsche muss er unheimlich, ich habe bei Porsche gelernt, und dann kommt das neue Modell, dann kommen die alle wie die Lemminge rein, da wird auch nur keine neue Farbe bestellt, da wird alles genau wie vorher und das neue Auto kommt, danke, tschüss. Und der Ferrari-Fahrer, der fährt auch mal Lamborghini. Der fährt auch mal dies, mal das, aber es muss halt schon laut sein und sehr extrovertiert. Zum Schluss einmal mit der Bitte um kurze Antwort. Was ist das Bekloppteste, was Sie jemals gebaut haben? Also, ich bin im Ruhrgebiet ansässig. Ja. Heikle Frage, um die kurz zu beantworten. Also, was klassisch bei uns ist, auch mit Immigrationshintergrund war das ein Kunde. Ich habe ihm vorgeschlagen, was ist mit Scheibentönen? Dann sagt er zu mir ganz, ganz cool, warum soll ich die Scheiben tönen? Dann kann man mich ja gar nicht mehr sehen. Das ist richtig. Ja. Und ich saß vorhin und hab mir gedacht so, da ist was dran. Ja. Und dann meinte ich, was mit dem Fahrwerk tiefer legen? Guckt er mich an und sagt, nein, mein Bruder hat ein Bauunternehmen, ich fahr zu ihm und pack Zementsäcke in den Kofferraum, Auto tief. Wenn ich nicht mehr tief will, Säcke wieder raus. Ne, und das ist halt bei uns wirklich Standard. Und dann, da lernst du auch jeden Tag und du guckst ihn ins Gesicht und du denkst, gleich lacht er. Aber er lacht nicht. Also es ist tot ernst. Großartig. Tippi, also. Demnächst auf ganz, ganz großer Bühne. Auf ganz, ganz großer Bühne deutschlandweit unterwegs. Es ist fantastisch, wie das läuft. Das Programm heißt sinnigerweise PS, ich liebe euch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das hat großen Spaß gemacht. Zunächst mal bei JP Krämer, der heute unser Gast war. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dirk Stermann. Vielen Dank, Dirk, dem ein sehr schöner, melancholischer und feiner Roman gelungen ist. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Christoph Schwennecke, dem Chefredakteur von Cicero, der sich heute an den munteren Schlagabtausch mit einem Mann geliefert hat, von dem wir noch viel hören werden, mit dem Generalsekretär von Angela Merkel.